Ist dir die Regenbogenfahne letztens an der Hauptuni aufgefallen? Nein, leider nicht. Was hältst du generell davon, dass man so eine Flagge aufhängt? Gab es einen bestimmten Anlass? Ich weiß nicht, ich habe mich nicht informiert. Nein, also zur Vienna Pride, die gehen... Für das war das zusammenhängend. Genau. Und es wurde vorne an der Uni aufgehängt. Findest du es gut, schlecht? Ja, ich finde es okay. Also ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber es ist ein gutes Zeichen, weil es gibt immer noch Diskriminierung und ich glaube, die Uni könnte einen Schritt vorangehen, weil wir alle Studenten sind und zusammenhalten sollen, glaube ich. Alles klar, danke. Ciao. Ist Ihnen die Regenbogenfahne vor der Uni am Haupteingang aufgefallen? Das war anscheinend vor nicht allzu langer Zeit. Ich muss gestehen, ich habe es nicht bemerkt. Ich war auch eine Zeit lang gar nicht in Wien, zu meiner Schande. Was halten Sie denn davon, dass man so eine Fahne aufhängt? Grundsätzlich finde ich das sehr toll, gerade an öffentlichen Gebäuden, um vielleicht auch Personen, die mit dieser Regenbogenfahne gar nicht sofort irgendwas verbinden, vielleicht aufzuzwingen, dass sie sich damit beschäftigen und vielleicht nachfragen, was das eigentlich soll. Ja. Super, danke, das war's schon. Bitte schön, danke. Also ist dir die Regenbogenfahne vorne an der Uni aufgefallen? Nein, die ist mir nicht aufgefallen, aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie wieder hängen würde. Okay. Vielleicht war ich da nicht da, aber ich habe was Ähnliches gesehen. Und zwar habe ich gesehen, ich weiß nicht mehr, für was das war, ich glaube schon für Pride Parade oder sowas, wie das heißt. Und da haben sie die Oreos, die sonst schwarz-weiß sind, da haben sie statt der weißen Füllung in allen Regenbogenfarben mehrere Füllungen reingetan. Und da habe ich halt gesehen im Internet, auf den verschiedenen Seiten, auf Funny Junk und so weiter, wie sie sich darüber lustig gemacht haben, dass viele Leute sich darüber aufgeregt haben. Okay. Die haben darunter geschrieben, ich werde nie wieder Oreos essen, es ist für mich immer verdorben, furchtbar, schrecklich sowas und scheiße. Okay. Aber ich finde das lächerlich und engstirnig und einfach nur bescheuert und zurückgeblieben. Ja. In der Zeit. Super, danke. Okay. Hi, also ist dir die Regenbogenfahne vorne am Eingang aufgefallen? Nein, leider nicht. Die war vor ungefähr 2 Wochen. Was hältst du von sowas, dass man eine Regenbogenfahne an der Uni aufhängt? Ja, prinzipiell weiß ich leider nicht, um was geht, aber ich finde, wenn man irgendwas Farbiges aufhängt, ist das immer gut, weil Farbe macht fröhlich und deswegen finde ich das cool. Aber ich habe es leider noch nicht gesehen. Hi, ist dir die Regenbogenfahne am Eingang der Uni aufgefallen? Nein, leider nicht. Leider nicht? Was hältst du denn davon, dass man sowas aufhängt? Finde ich gut, also weil es ein Zeichen setzt und außerdem hat die schöne Farbe. Also super, warum danke. Nicht? Ciao. Das war's? Ja, das war's schon. Ich habe am Dienstag eben die Regenbogenfahne wieder selber aufgehängt und keine 5 Minuten später stand ein etwas älterer Professor beim Portier und meint, warum hängt da die Regenbogenfahne, warum muss sowas Privates nach außen gekehrt werden, nehmt sie sofort wieder ab. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Institut oder von welcher Fakultät da war. Ich habe einfach nur gemeint, wenn es interessiert, kommen Sie bitte einfach gerne zur Führung, nehmen Sie gerne teil, ich lade Sie gerne ein, dann können wir gerne über alles besprechen, was da passiert, warum wir das machen. Er ist leider nicht aufgetaucht. Na, Anlass ist die Regenbogenparade, die hier jedes Jahr an der Universität Wien vorbeizieht und dass sich die Universität Wien entschlossen hat, auch die Regenbogenfahne zu hissen als Zeichen der Solidarität mit LGBTI, wir haben die lange Abkürzung gesehen, ja, mit Schwulen und Lesben kurz gefasst, Schwulen, Lesben und Transgendern, ja, und da entstand eben auch die Idee, da es ja ganz normale Uni-Führungen auch gibt, also zur Geschichte der Universität, eben die Geschichte der Universität genau auf dieses Thema mal abzuklopfen und anhand eben von Orten, die man an der Universität findet, Büsten, Persönlichkeiten etc., diese Geschichte zu erzählen oder Ausschnitte aus dieser Geschichte zu erzählen. Ja. Ich muss sagen, es freut mich sehr, wir haben die Regenbogenführung heuer bereits zum 4. Mal durchgeführt, mit einem sehr großen Erfolg. Es waren heuer die besten Führungen, die wir jeweils hatten, aufgrund der Teilnehmerzahlen. Ich habe 2008 hier an der Uni Wien zu arbeiten begonnen und da hat mir mein Chef, der Falk Pastner, damals erzählt, er hat irgendwie im Jahr davor zum ersten Mal eine ganz kleine Regenbogenfahne vom Balkon hier gehisst, anlässlich der Regenbogenparade, die damals stattgefunden hat. Ich als Teil der Community habe mir gedacht, okay, super coole Aktion. Mein Chef, hetero, haben wir gedacht, alle Achtung, Kompliment für diese Taten. Dann haben wir überlegt, wie können wir das weiterführen, das Zeichen zu setzen, quasi nach außen hin mit der Regenbogenfahne, ist natürlich super, ja, aber ist nur ein kleiner Teil. Dann haben wir mal hingesetzt, ein bisschen überlegt und da ist dann die Idee gekommen, was macht die Uni generell? Was gibt es an der Uni Wien zum Thema Homosexualität? Homosexualität in der Welt der Wissenschaft, ja. Dann haben wir gedacht, okay, ich weiß selber nicht wirklich, wie der Kontext dazu ist. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir einfach Führungen dazu.
So, fangen wir an. Ja, willkommen zur letzten Tranche der vierten Regenbogenführung hier an der Universität Wien. Mein Name ist Andreas Brunner. Ich komme vom Queen, vom Zentrum für schwul-lesbische Kultur und Geschichte. Darüber werde ich später noch ein bisschen was sagen. Ja, das Thema der Führung: Mann, Frau, schwul, lesbisch, queer. Die Führung startet traditionell hier vor der Rektorentafel der Alma Mater Rudolfina. Manche sagen, die älteste deutschsprachige Universität in Wien, andere sagen, dass die Prager Universität die älteste ist, weil das damals auch zum deutschsprachigen Raum gezählt hat. Das lasse ich jeden entscheiden, wie er es haben will. 650 Jahre wird sie bald alt, in ein paar Jahren, 2015. Und wenn man sich die Rektorentafel hier anschaut, eben von 1365 bis zum letzten eingetragenen Rektor, Georgius Winkler, immer schön latinisiert alles. Was fehlt? Natürlich eine Frau. Ja. Keine einzige Rektorin in 650 Jahren Geschichte. Ich werde aber hierorts, es geht ja um die Geschichte von Schwulen und Lesben, über zwei Rektoren sprechen, die für die Verfolgung von Schwulen und Lesben einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Ich möchte mit dem jüngeren der beiden beginnen. Ganz oben hier in der letzten Spalte 1962, Rolandus Grasberger, also im Vulgo Roland Grasberger. Er war Gründer und Leiter des Instituts für Kriminologie und hat sich in diesem auch sehr ausführlich mit dem Strafrecht und der strafrechtlichen Verfolgung von Homosexuellen beschäftigt. Also er hat sich immer wieder für die Strafbarkeit von Homosexualität eingesetzt und ich möchte da aus einem Gutachten, das er 1961 eben anlässlich einer Diskussion um die Aufhebung des Paragraphen abgegeben hat. Er ist der Meinung, dass nur die Kriminalisierung von Homosexuellen, und jetzt zitiere ich wörtlich, ein wirksames Bollwerk gegen das Heranwachsen sexuell pervertierter und damit im gewissen Sinn gemeinschaftsunfähiger Personen, Zitat Ende, schaffe. Die Strafe sei, Zitat, im Interesse der Gemeinschaft an der Aufrechterhaltung einer mit den biologischen Gegebenheiten in Einklang stehenden Sexualordnung, Zitat Ende, unumgänglich. Wenn ich da Gemeinschaft durch Volksgemeinschaft ersetze, hätte der Text auch 1941 erscheinen können, nicht 1961. Und wenn ich jetzt schon im Jahr 1941 bin, kann ich gleich auf den zweiten Herrn verweisen, der hier im Jahr 1929 aufgeführt ist, nämlich Wenceslaw Gleisbach, der sozusagen im bürgerlichen Leben Wenzel Graf Gleisbach hieß. Er war Rektor hier an der Universität und versuchte in seiner Amtszeit bereits einen Arierparagraphen einzuführen. Da er begeisterter Nationalsozialist war, ist ihm 1930 nicht gelungen. 1934 mit der Machtübernahme des Austrofaschismus in Österreich und dem Verbot der Nationalsozialistischen Partei wurde Gleisbach zwangspensioniert. Hat aber sofort ein Ticket nach Berlin erhalten und ist dort in juristischen Kreisen gut untergekommen und saß dann, und das ist jetzt wieder für Österreich auch wichtig, in einer Strafrechtskommission, die die Angleichung des reichsdeutschen Strafrechts mit dem österreichischen Strafrecht in der Nazizeit diskutiert hat. Das Strafrecht wurde nie angeglichen. In Österreich ist immer also im Bereich, was Österreich war, Österreich gab es ja nicht mehr von 38 bis 45, blieb immer das alte österreichische Strafrecht in Kraft und nicht das nationalsozialistische deutsche. Nur Verordnungen, die in dieser Zeit neu eingeführt wurden, wie zum Beispiel Sondergerichtsverordnungen, gemeingefährliche Gewohnheitsverbrecher,
Unter diesem Paragraphen wurden am Sondergericht Wien einige schwule Männer zum Tode verurteilt und enthauptet. Ja, und Wenzel Graf Gleisbach als alter Recke, als alter Nationalsozialistischer, hat eben in dieser Angleichungskommission gegen eine Angleichung des Strafrechts gestimmt, ja, also nicht für eine Einführung, dass auch Lesben im Altreich unter Anführungszeichen bestraft werden. Und das zitiere ich jetzt, warum er dieser Meinung ist, weil weibliche Homosexualität, und ich zitiere jetzt wörtlich, bei der verhältnismäßig sehr bescheidenen Rolle der Frau im öffentlichen Leben, Zitat Ende, keine gesellschaftliche Relevanz habe. Ja, so viel zu zwei Rektoren hier von der Alma Mater Rudolfina. Queere Forschung hat sich inzwischen sozusagen auch verbreitert, ja, ist nicht nur mehr eingeschränkt auf reine Gender-Studien, auf die Auseinandersetzung mit Gender-Identität. Und das zeigt auch diese Veranstaltung, die ich eingangs an der Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie erwähnt habe, die den Titel trägt Transdisziplinäre Entwicklungsforschung, Geschlecht als westliches Konstrukt, Fragezeichen, Eurozentrismuskritik, queere und postkoloniale Perspektiven auf Geschlecht. Ja, Queer Studies und eine der renommiertesten Forscherinnen hier in Österreich und in Wien, Hanna Hacker, unterrichtet auch hier an der Universität, und deren letztes Buch hat den Titel Queer entwickeln, feministische und postkoloniale Analysen. Also Queer Studies gehen einen viel breiteren Weg. Inzwischen gibt es Begriffe wie Critical Whiteness Studies, Border Studies oder auch Ansätze zu einer kritischen Geografie, die unter dem Gender-Aspekt und queeren Aspekt gesehen wird. Ja, Sonnenfels war schon dabei, als Maria Theresia die Constitutio Criminalis Theresiana erlassen hat. 1768 war das. In dieser wird die sodomitische Sünd, wie es im Gesetzbuch heißt, mit dem Tode bestraft. Maria Theresia war da schon etwas netter als ihre Vorgänger, und wie Karl V., Prozessordnung wurde man noch bei lebendigem Leibe verbrannt. Ja? Unter Maria Theresia wurde man zuerst enthauptet und dann verbrannt. Dr. Anton Freiherr, Hühe, Haie, keine Ahnung, niemand kann mir sagen, wie man den Herrn ausspricht, ja, von Gluneck. Ja. Er war der Autor des Strafrechts von Kaiser Franz Josef, das 1852 wurde er erlassen, 1853 trat es in Kraft, daher tauchen immer wieder diese beiden Jahreszahlen auf. Er war für die Verfassung dieses Strafrechts verantwortlich, das dann bis 1971 in Kraft geblieben ist. Ja. Es zeigt deutlich neo-absolutistische Züge. 1848 ist die Revolution, wenn ich es etwas salopp sage, in die Hosen gegangen. Ja. Und der junge Kaiser Franz Josef zieht die Zügel sehr, sehr streng an. Sigmund Freud. Eigentlich würde ich viel lieber über Anna Freud jetzt reden. Aber es gibt keine Statuen von Frauen hier im Arkadengang. Alles nur Männer. Nein, Suttner auch nicht. Die hat ja hier auch nicht gelehrt. Ja. Zwar für die es eine Gedenktafel gibt, die Ebner Eschenbach hat hier, glaube ich, auch nicht gelehrt. Keine Ahnung, wie die da reingekommen ist. Ja. Für die gibt es da vorne immerhin eine Gedenktafel. Aber für eine Büste hat es bislang nicht gereicht für Frauen hier in diesem hehren Wandelgang, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ich bleibe mal ganz kurz bei Sigmund Freud. Er hat schon in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie 1954
4 von der Inversion gesprochen. Der Begriff homosexuell selbst wurde von einem österreichisch-ungarischen Schriftsteller erfunden, Karl Maria Kertbeny, der als Karl Maria Benkert im 7. Bezirk geboren wurde, von deutsch sprechenden ungarischen Eltern. Er ist dann schon als Kind nach Pest zurückübersiedelt. Mit seinen Eltern wurde ungarischer Nationalist und hat seinen Namen daher auf Kertbeny geändert, was ein Anagramm von Benkert ist, nur hat er das Y angehängt, damit es ein bisschen ungarischer klingt. Ja. Wir sind heuer im 4. Jahr der Regenbogenführungen. Die Besucherzahlen werden immer mehr, das heißt, das Interesse zum Thema gegenüber ist da. Was wir heute zum ersten Mal gemacht haben, war, dass wir die Uni-internen Mitarbeiter kostenlos der Führung teilnehmen haben lassen. Hat auch gezeigt, okay, da ist das Interesse natürlich noch größer, weil sie auch quasi in der Arbeitszeit machen konnten. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist nach wie vor schade, dass man solche Aktionen setzen muss, damit wir uns in dem Bereich oder dass wir in dem Bereich ein Zeichen nach außen setzen müssen nach wie vor. Ich glaube oder ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändern wird. Wir arbeiten auch daran, die Führung im nächsten Jahr etwas anders zu gestalten. Das heißt, nicht nur die Führung an sich, wie wir es letzten 4 Jahre hatten, sondern das in etwas größerer Form zu machen. Und die Führung kann man ja auch im Endeffekt nicht nur anlässlich der Regenbogenparade besuchen, sondern man kann individuell auch gerne eine klassische Gruppenführung machen unterm Jahr, wann auch immer, jederzeit gerne auf Anfrage möglich.